Paznauntal und St. Anton am Arlberg sind seit heute isoliert. Wir schalten live zum Eingang des Paznauntals zu Markus Feichter. Hamsterkäufe in Österreich, leere Regale bei einzelnen Produkten, aber die Versorgung ist gesichert. Österreichs Grenzen in Richtung Italien, Schweiz und Tschechien werden dicht gemacht. Herzlich willkommen bei Aktuell in Österreich, Ihrer Informationsquelle, ganz aktuell nach 5. Nochmal die wichtigsten Fakten, wie in der ZIP berichtet, zusammengefasst, das Tiroler Paznauntal und St. Anton am Arlberg sind bereits isoliert. Ab kommenden Montag müssen alle Geschäfte außer Supermärkte etc. schließen. Restaurants sperren dann um 15 Uhr zu und in Wien wird jetzt die Messehalle für ein Großlazarett vorbereitet. Was sagen denn die Österreicherinnen und Österreicher dazu? Was halten Sie davon? Wahrscheinlich eine notwendige Maßnahme. Ich meine, man ist immer nachher gescheiter als vorher. Ich nehme es so, wie es ist. Wir können es auch nicht ändern. Ich bin Ärztin und ich habe da voll Verständnis. Und die Bevölkerung bitte soll sich dran halten. Es ist für uns alle eine neue Situation. Ne? Und ich habe da schon Vertrauen in uns, dass wir uns zurechtfinden und dass wir uns arrangieren werden. Ne? Ich hoffe, dass der Landesbetrieb aufrechterhalten bleibt, muss ich sagen. Ja, wir müssen jetzt alle ein bisschen zusammenrucken. Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt nicht wirklich, aber trotzdem Zusammenhalt, wenn auch über die digitalen Medien. Mehr kann man jetzt nicht machen. Einfach abwarten und ruhig bleiben, das ist einmal, glaube ich, das Allerwichtigste. Es sind, glaube ich, gute Maßnahmen einmal, dass man das einmal versucht, ein bisschen einzudämmen. Haben Sie sich mit dem Notwendigsten schon eingedeckt oder glauben Sie, dass Sie immer noch genug bekommen? Nein, also ich glaube nicht, dass wir da einen Engpass kriegen werden in Österreich. Die meisten sagen, es ist übertrieben, auch wegen den Universitäten und alles, aber ansonsten glaube ich schon gut so, weil sonst wird es immer mehr, würde ich sagen. Wie geht der Österreicher damit um? Ach, die werden es machen. Wir werden es auch machen. Schulen sind auch geschlossen. Ja, ich denke mal, es ist sinnvoll. Ich habe es gehört und habe es zur Kenntnis genommen, aber es regt mich nicht besonders auf, weil ich annehme, dass in Kürze alles wieder in Ordnung sein wird. Das wollen wir jedenfalls hoffen. Neuigkeiten gibt es von der Messehalle in Wien. Die soll in eine Art Lazarett umgebaut werden. Unser Reporter Robert Berger ist für uns vor der Messehalle. Robert, was weiß man bisher denn über dieses Projekt? Nun, Stefan, in der Messehalle, das ist das Gebäude, das du hier hinter mir siehst, in Wien-Leopoldstadt, da sollen ab Montag 880 Betten eingerichtet werden. Das soll so eine Art Lazarett, wie du schon gesagt hast, oder auch ein Betreuungsraum werden. Wir haben Bilder vom Inneren der Halle, wo man sieht, wie gerade diese Betten hergerichtet werden, wie der Aufbau beginnt. Und diese Betten, die sollen allerdings nicht für akut Patienten der Wahl sein, sondern die sollen einfach nur quasi als Betreuungsräume hier dienen, wo man Patienten, die zu Hause nicht versorgt werden, unterbringt, damit für die auch weiterhin gewährleistet ist, dass sie medizinisch versorgt werden. Okay, hier also exklusiv bei uns die ersten Bilder aus der Messehalle Wien. Was ist das Ziel dieses Projekts letztendlich? Soll damit der Krankenhausbetrieb in Wien entlastet werden im Fall der Fälle? Genau so ist es. Also wenn man jetzt zu Hause sitzt und diese Bilder sieht oder sich überlegt, 880 Betten, was wissen die, was wir nicht wissen, das ist nicht der Fall. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, wurde betont. Die medizinische Versorgung, die ist gewährleistet. Die Spitäler, die haben genug Betten. Nur für den Fall der Fälle, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann will man gerüstet sein. Deswegen hat man diese Betten hier eingerichtet oder wird sie jetzt einrichten ab Montag. Deswegen wird das gemacht. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um sicherzustellen, dass die medizinische Versorgung für wirklich alle Corona-Patienten für die nächsten Wochen gesichert ist. Dankeschön, Robert Berger, für diese Live-Informationen von der Messehalle in Wien. In Pjans am Eingang zum Paznauntal ist jetzt mein Kollege Markus Feichter. Wir haben ja darüber berichtet, dass das Paznauntal abgeschottet wird, abgeriegelt wird sozusagen. Sie sind jetzt gerade außerhalb des Tals, dürfen jetzt nicht hinein. Verstehe ich das richtig? Es darf überhaupt niemand mehr jetzt hinein.
Ganz so ist es nicht. Wer hineinfährt, der muss auch drinnen bleiben schlussendlich. Also die Bevölkerung, 9500 Bewohner im Tal, die sind da davon betroffen, von dieser Quarantäne. St. Anton am Arlberg gehört auch dazu, zu dieser Quarantäne. Momentan schaut es so aus, dass ins Tal hinein praktisch kein Verkehr herrscht. Heraus, Sie sehen es vielleicht hinter mir, da hat sich bereits eine lange Kolonne gebildet. Alle Urlauber müssen abreisen, müssen sich registrieren lassen. Und so sieht dann hier bei diesen Checkpoints, insgesamt 3 wurden eingerichtet, so sie dann diese Checkpoints passieren, wird es auch in ihre Heimatländer jeweils gemeldet, dass sie ausgereist sind. Man sieht hier sehr viele deutsche Urlauber, die das Tal verlassen, aber auch zahlreiche Belgier, Niederländer und aus anderen Staaten, die eben hier im Winterurlaub waren. Österreicher, die in den Isolationsgebieten leben, dort wohnhaft sind, dürfen diese Gebiete natürlich nicht verlassen. Aber was ist eigentlich mit den Österreicherinnen und Österreichern, die dort auf Urlaub sind? Naja, auf Urlaub werden dort relativ wenige sein. Ich habe es heute schon einmal erwähnt, es sind alle sehr plötzlich von dieser schnellen Entscheidung getroffen worden und viele müssen natürlich jetzt überlegen, was machen wir. Saisonarbeiter und Arbeiterinnen sehr wohl, die sind natürlich in Paznaun, die können auch hinaus in ihre Heimatorte allerdings, wie das dann im Detail ganz genau funktioniert und wo sie registriert werden, da sind noch einige Fragen offen. Ich habe auch mit einem Bürgermeister heute gesprochen, der sagt, er wurde von dieser Entscheidung doch überrascht und man muss einfach sehen, wie das dann alles jetzt funktioniert. Auch diese Kontrollen hier hinter mir, die sind sehr zögerlich angelaufen. Rund ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten sind hier für die Kontrollen. Auch die, das hat man gemerkt am Anfang, wussten nicht ganz genau, wie funktionieren diese Kontrollen jetzt, was ist zu tun und schlussendlich, wie sollen sie dann ablaufen. Ich denke, das wird sich jetzt im Laufe auch dieser Minuten, dieser Stunden dann weisen und zeigen. Haben Sie schon einen Eindruck darüber gewinnen können, wie diese Kontrollen, die Sie jetzt angesprochen haben, jetzt schon ablaufen? Wird da zum Beispiel bei jedem ausreisenden Urlauber das Fieber, mögliches Fieber, gemessen, wird er sozusagen schnell mal untersucht, um einen ersten Eindruck zu bekommen, ob er das Virus tragen könnte? Ja, ganz genauso wird es momentan noch nicht sein. Möglicherweise werden diese Kontrollen dann auch noch verschärft. Was wir beobachtet haben, sehr wohl werden die Urlauber eben nach der Registrierkarte hier befragt. Die müssen sie dann vorweisen und dann können sie ausreisen. Es ist auch nach wie vor noch kein Arzt, keine Ärztin hier an Ort und Stelle. Ich denke, das muss sich möglicherweise ein bisschen einschleifen. Und ich denke auch, es wird einmal heute sehr lange dauern. Man sieht, jetzt werden die Pkw hinter mir einzeln kontrolliert. Und es hat sich bereits eine kilometerlange Schlange gebildet Richtung Ischgl hinein ins Tal. Die Nachrichten müssen natürlich erst sickern. Vollkommen klar, es wurde erst am Nachmittag diese rigorose Maßnahme der Isolationsgebiete bekannt gegeben seitens der Regierung. Trotzdem noch Frage zum Schluss. Haben Sie sich schon einen ersten Eindruck darüber verschaffen können, wie die Menschen jetzt auf diese Maßnahmen reagieren? Gibt es Verständnis, Unverständnis? Ja, repräsentativ wird das nicht sein. Ich habe mit einigen Urlaubern gesprochen, die hier mit Taxis herausgebracht wurden. Die haben durchaus verständnisvoll reagiert. Sie ergeben sich diesem Schicksal ungewöhnliche Situation, die erfordert natürlich ungewöhnliche Maßnahmen. Und so sind doch die meisten hier sehr verständnisvoll, sind mehr oder weniger überstürzt, abgereist, aber denken sich, das ist gut so und sie sind eigentlich froh, wenn sie jetzt nach Hause kommen. Einige von ihnen haben ja durchaus hier auch einige Skitage verbracht. Markus Feichter vom Paznauntal in Tirol. Dankeschön für diese Live-Informationen. Die große Verunsicherung und Fake News von Supermarktsperren haben heute dazu geführt, dass viele Österreicher die Lebensmittelgeschäfte und Drogeriemarktketten gestürmt haben, kann man sagen. Zwischenzeitlich ausverkauft war vor allem Toilettenpapier, aber auch Nudeln, Mehl oder Konservendosen. Die Unternehmen beteuern aber einmal mehr, die Lager sind voll. Vor den Supermärkten und Drogeriemarktketten ist es heute rund gegangen. Zwischendurch gab es keinen Parkplatz mehr. Die Menschen sind verunsichert und decken sich mit Lebensmitteln ein. Jeden Freitag kaufen wir ein für eine ganze Woche, aber heute haben wir mehr genommen. Weil mit seiner Familie und einem pflegebedürftigen Sohn. Und da wollen wir nicht immer unter die Leute gehen, heißt es ja. Ne? Wir waren jetzt beim Maximarkt, da geht gar nichts mehr. Da sind wir gleich wieder rausgegangen. Da drinnen ist alles ausverkauft, vom Klopapier angefangen. Da stehen jetzt bis zurück, Fleisch ist auch fast keins mehr da.
Fisch, das ist eine Katastrophe. Die kommen hinten und vorne nicht mehr zusammen. Und ich glaube, morgen ist dann der Super-GAU. Haben Sie auch mehr einkauft, wenn Sie ehrlich sagen? Ganz ehrlich, wir haben auch einkauft, das ist klar. Auch mein Sohn, der hat ein kleines Kind, du musst ein wenig schauen, gell? Ich bleibe cool. Ich versuche cool zu bleiben. Auch bei dieser DM-Filiale in der Stadt Salzburg ist viel los. Punktuell leere Regale, WC-Papier, Handseifen oder Reinigungstücher sind aus. Ja, also wir haben, nachdem in den Medien doch das nur noch das läuft, haben wir jetzt mehr gekauft als wie sonst. Aber ja. Was haben Sie alles eingekauft? Pampers, Feuchttücher, Babymilch, ja. Die Mitarbeiter versuchen, so schnell es geht, die Waren nachzuräumen, aber sie kommen kaum nach. Dann gibt es Produkte wie beispielsweise das Toilettenpapier, das man hier sieht, wo man sich zum Teil auch fragt, warum werden da offensichtlich jetzt Wochenbedarfe gekauft. Das sind Produkte, die sind in den Lagern noch und nöcher vorhanden, die werden täglich nachgeliefert. Da gibt es überhaupt keinen Grund, die zu Hause zu horten. Wird es auch am Montag und nächste Woche und übernächste Woche genauso geben wie bisher. Nicht nur bei DM ist man um Beruhigung bemüht, auch der Lebensmittelhandel beteuert, es gibt genug von allem. Unsere Warenlager sind voll, wir liefern so schnell wie möglich nach. Und je normaler die Kunden und je besonderer die Kunden einkaufen gehen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man die Produkte, die man kaufen möchte, auch vorfindet, weil wir in der Zwischenzeit die Gelegenheit haben, nachzuliefern und die Regale neu zu bestücken. Seit heute ist jedenfalls fix. Ab Montag bleiben zwar Geschäfte geschlossen, das gilt aber nicht für den Lebensmittelhandel, Apotheken, Drogerien, Post und Banken. Der Lebensmittelproduzent Wolf Nudeln im Burgenland fährt derzeit Sonderschichten und kommt mit den Lieferungen an den Handel kaum mehr nach. Der Unternehmer ist darüber gar nicht erfreut, er hält Hamsterkäufe für völlig unnötig und unangebracht. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr und haben die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Seit 55 Jahren erzeugt die Firma Wolf in Güssing Nudeln. Seit einigen Wochen rund um die Uhr und auch an Wochenenden. Fast die ganze Produktion ist für den Inlandsmarkt. In normalen Zeiten werden rund 140 Tonnen Nudeln pro Woche erzeugt. Derzeit sind es 400 Tonnen. Die Nachfrage kann kaum befriedigt werden. Der Firmenchef bezeichnet die Lage als katastrophal. Es ist absolut nicht zu bewältigen und ich muss ja dazu sagen, jetzt da bei der Gelegenheit meine Mitarbeiter einen herzlichen Dank aussprechen, weil das geht gerade am letzten am Zaunfleischer daher. Und trotzdem versuchen wir das hier in der Firma noch alles so zu organisieren, dass wir ja die Verfügbarkeit der Ware haben. Aber das geht sich einfach alles miteinander nicht auf. Wir fahren mit 120% Kapazität, normalerweise haben wir 70%ige Auslastung. Es ist fast nicht möglich. Dass sich nun Konsumenten aus Angst vor einem Engpass mit großen Mengen Nudeln eindecken, hält der Unternehmer für völlig überzogen. Es gibt Leute, das habe ich schon gesehen, die horten zwischen 20, 30 und 40 Kilogramm. Das ist nicht gut, weil dann haben die anderen nichts. Und unsere Versorgung ist hundertprozentig gesichert, weil wir verwenden nur österreichische Rohstoffe. Wir haben einen Hartweizen aus Niederösterreich, habe ich abgeschlossen. Ich habe direkt Zugang zu den Bauern. Wir haben unsere eigenen Eier hier im Hühnerstall. Aber nur, wir können nur so viel produzieren, wie unsere Maschinen produzieren können. In der Verpackungsabteilung wurde von einer auf zwei Schichten aufgestockt. An den vergangenen zwei Wochenenden hat die gesamte Belegschaft durchgearbeitet. Das sei menschlich unzumutbar und auch betriebswirtschaftlich ein Wahnsinn, so der Unternehmer. Na, am Jahresende werden wir die gleiche Menge verkauft wie 2019, vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht genau. Aber die Kosten, die Humanressourcenkosten, das heißt die Stunden, sind ja durch die Sonntagsstunden, durch die Überstunden, durch die Samstagsstunden um einiges mehr, teurer. Und dann irgendwann einmal im Mai oder im April werden wir wahrscheinlich alle miteinander Daumen drehen. An diesem Wochenende haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich wieder einmal frei, bevor es am Montag wieder mit vollem Tempo weitergeht. Nach einem weiteren Corona-Fall bei einem Arzt wird das Landeskrankenhaus Hartberg in der Steiermark komplett geschlossen. Ebenso von einer Quarantäne betroffen ist die Onkologie, die Krebsabteilung im Landeskrankenhaus Graz. Auch hier wurde eine Ärztin positiv getestet. Der Krankenhausbetreiber versichert aber, es gäbe mit 240 Intensivbetten ausreichend Kapazität für Corona-Infizierte.
Ein Wachmann lässt niemanden in das geschlossene LKH Hartberg hinein. 43 Patienten werden hier in Quarantäne noch stationär betreut. Sie und das medizinische Personal werden täglich auf Corona getestet, bisher alle negativ. Was sagt die Bevölkerung zur Spitalschließung? Es war vorhersehbar. Dass so schlimm gekommen ist, ja, war auch vorhersehbar. Es ist, kann man nichts machen. Meine Frau erwartet ein Kind. Wir hätten eigentlich da morgen einen Geburtstermin, jetzt müssen wir nach Oberwart fahren. Und ja, wir müssen uns den Gegebenheiten fügen. Auch in Graz ist eine Station im LKH von einem Corona-Fall betroffen. Eine Ärztin auf der Krebsstation ist infiziert. Auch wir dürfen heute nicht mehr aufs LKH-Gelände und dort drehen zum Schutz der Patienten. Die positive Nachricht ist aber, dass alle 10 Kolleginnen der infizierten Onkologin negativ auf Corona getestet worden sind. Die Testungen an den Patienten laufen noch. Auf der Krebsstation werden die Patienten natürlich weiter betreut. Die Station selbst steht aber unter Quarantäne. Das heißt, die Mitarbeiter sind nur auf dieser Station tätig und es werden keine neuen Patienten aufgenommen. Da in den nächsten Tagen und Wochen bis zu 10.000 Infizierte österreichweit prognostiziert sind, braucht man ausreichend Spitalsbetten, auch für schwere Fälle. Die seien vorhanden, beruhigt die KAGES. Die KAGES verfügt insgesamt über rund 5.400 Krankenbetten. Und dadurch, dass jetzt alle elektiven und nicht unbedingt notwendigen Eingriffe und Behandlungen verschoben wurden, werden jetzt sukzessive Tag für Tag Dutzende bis Hunderte Betten frei bleiben. Das heißt, die Kapazitäten hier sollten eigentlich jedenfalls ausreichen. Was die Intensivbetten betrifft, verfügen wir aktuell über rund 240 Betten. Auch die Versorgung mit Medikamenten, Desinfektionsmitteln und Masken sei derzeit gesichert. Es würden täglich neue Lieferquellen erschlossen werden. Vereinzelt würden auch pensionierte Ärzte wieder in den Dienst gerufen werden. Das müsse aber jede Abteilung nach Bedarf anmelden. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, werden viele Grenzübergänge gesperrt oder der Verkehr wird eingeschränkt. Auch der internationale Zug- und Busverkehr. Tschechien hat die Grenzen zu Österreich geschlossen. Die USA schließen ihre Grenzen für Europäer ab Mitternacht. Zur Schweiz werden Österreichs Grenzen schon bald kontrolliert, ebenso natürlich von und zu Italien. Hier an der Grenze Törl-Maglern ist Grenzverkehr von und nach Italien nur noch zwischen 6 und 21 Uhr möglich. Die 47 kleineren Grenzübergänge zu Italien, die mehrheitlich im Hochgebirge liegen, werden ab Mitternacht gesperrt. Auch an der Grenze zur Slowakei gibt es Einschränkungen. Am Grenzübergang Kitzsee wird von der slowakischen Polizei kontrolliert. Der internationale Zugverkehr in die Slowakei eingestellt. Die ÖBB werden ab morgen auch nicht mehr nach Tschechien und somit Polen fahren. Der Twin City Liner zwischen Wien und Bratislava fährt nicht mehr. Auch werden keine Busse mehr verkehren. Dennoch versuchen Touristen noch verzweifelt aus Wien wegzukommen. Praha. Nach Prag. Es war die letzte Fahrt. Nun hoffe ich, eine andere Busgesellschaft zu finden. Auch nach Kroatien und Deutschland wurden Busse überraschend gestrichen. Also ich möchte nach Zagreb fahren. Ja, die Busfahrten wurden abgesagt. Die tschechische Grenze wird ab Sonntag Mitternacht völlig geschlossen. Dann dürfen keine Ausländer nach Tschechien reisen und niemand das Land verlassen. Ausnahmen gelten für Pendler, die bis zu 50 Kilometer von der Grenze entfernt zur Arbeit fahren. Also wir haben zwei Mechaniker aus Tschechien und wenn die Grenze zu ist, habe ich einen Ausfall in meiner Werkstatt von 100%. Dafür haben die Behörden nun diese Formulare für Pendler verteilt. Viele Tschechen haben heute die Heimreise angetreten, aus Angst nicht mehr in ihre Heimat zu kommen. Wir schauen nun ins Burgenland und zur ungarischen Grenze. Da sind lediglich 3 große Grenzübergänge offen. Hier werden Kontrollen durchgeführt. Einige zusätzliche Übergänge dürfen nur Österreicher und Ungarn passieren. Die burgenländische Polizei rät dringend, nicht notwendige Fahrten in Richtung Ungarn zu unterlassen. Nichts geht mehr an den kleinen Grenzübergängen, wie zum Beispiel hier in St. Margareten. Seit Mitternacht ist die Grenze zu. Betonblöcke hindern alle am Grenzübertritt. Die Grenze wird auch von der ungarischen Polizei überwacht. Die ungarischen Behörden lassen nur mehr an einigen ausgewählten Übergängen den Verkehr nach genauen Kontrollen passieren. Derzeit sind nur 3 Grenzübergänge für alle offen. Das sind die 3 großen Grenzübergänge Nickelsdorf, Klingenbach und Heiligenkreuz.
Und hier staut es sich seit dem Nachmittag gewaltig. Viele ungarische Pendler sind auf dem Weg nach Hause. Die ungarischen Behörden prüfen Dokumente und außerdem werden Gesundheitsscreenings gemacht. Hier in Klingenbach hat sich die Situation am Grenzübergang im Laufe des Nachmittags immer mehr verschärft. Am frühen Nachmittag betrug die Wartezeit ca. 30 Minuten, wenig später waren es dann gleich 1,5 Stunden. Und die vielen ungarischen Pendler, die hier in der Schlange stehen, sind genervt von der Situation. Es sei in Ordnung, etwas gegen den Coronavirus zu unternehmen, aber diese Tortur sei schrecklich, sagt diese junge Frau. Dieser Mann wartet seit 1,5 Stunden und spricht von einer Verhöhnung. Man sollte dann gleich die Grenze ganz sperren, sagt er. 5 weitere Übergänge dürfen ab sofort nur von Österreichern und Ungarn passiert werden. Diese sind Bamhagen, Deutschkreuz, Rattersdorf, Schachendorf und Eberau. Alle übrigen Grenzübergänge sind gesperrt. Und da noch weitere Grenzschließungen drohen und man bald auch aus Spanien und der Schweiz nicht mehr nach Österreich einreisen darf, rät das Außenministerium allen Österreicherinnen und Österreichern, die sich dort aufhalten, so rasch wie möglich nach Hause zurückzukehren. Vor kurzem sind einige Österreicher mit einer Sondermaschine aus Italien in Österreich gelandet. Vor knapp einer Stunde sind sie gelandet, die mehr als 100 Passagiere eines Sonderflugs aus Italien. In Rom und Venedig sind sie zugestiegen. Es gab hier vor dem Einstieg in das Flugzeug einen Gesundheitscheck. Es gab nach der Ankunft in Wien einen Gesundheitscheck. Und alle Personen müssen sich nun in Heimquarantäne begeben. Wie ist es mit jenen Personen, die sich noch im Ausland aufhalten und nach Österreich wollen? Was sollen die tun? Mit wem sollen die Kontakt aufnehmen? Unsere Empfehlung wäre eben, möglichst schnell die Rückreise, die Heimreise nach Österreich anzutreten. Wir sehen, dass immer mehr Länder Einschränkungen des Reiseverkehrs vornehmen. Hier kann es zu weiteren Behinderungen kommen. Auch für Österreich kann man das nicht ausschließen. Und hier ist es notwendig, von Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen. Erster Ansprechpartner sollte immer das Reiseunternehmen sein oder der Reiseveranstalter. Wenn es hier Probleme gibt, dann in weiterer Folge die zuständige österreichische Botschaft oder das Generalkonsulat, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn eines ist klar, die Grenzen um Österreich, sie werden immer dichter. Noch ist es jedoch möglich, in unser Land einzureisen. Wir können das zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht ausschließen, dass es hier zu weiteren Maßnahmen kommt. Das Ziel all dieser Bemühungen ist ja, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Hier geht es eben darum, unnötige Reisebewegungen einzuschränken. Reisen, Freizeit, Arbeit, Schule. Das Coronavirus, so scheint es, hat unser aller Leben fest im Griff. Und nichts ist mehr so, wie es noch vor wenigen Tagen gewesen ist. Und daran wird sich vermutlich auch für längere Zeit nichts mehr ändern. Vieles ändert sich. Markus Watzak ist zu mir gekommen. Stichwort, es ändert sich. Auch das Wetter bleibt nie gleich. Überhaupt nicht. Eigentlich ganz gut. Kommen ganz turbulente Zeiten auf uns zu. So ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Es hat ja von gestern auf heute kräftig abgekühlt mit unterschiedlichen Folgen beim Wetter. In der Südsteiermark, in Klöch hier, da haben sich Wolken und Regen sehr weit in den Nachmittag hinein halten können. Im Großteil Österreichs hat es aber tagsüber schon aufgelockert. Wie hier etwa im Mühlviertel rund um den Hochficht. Da war es am Nachmittag schon wieder sonnig, aber eben frisch. Wie geht's morgen weiter? Weiter mit dichten Wolken und Regenschauern von Vorarlberg bis Kärnten. Da kann es am meisten regnen, vor allem in Osttirol, in Oberkärnten. Sonst wechseln Sonne und Wolken. Bei lebhaftem Wind bleibt es auch morgen eher frisch. Schauen wir uns die Höchstwerte an. Das reicht morgen in etwa von 4 bis 10 Grad. Damit ist es sogar ein bisschen frischer als heute. Der Sonntag wird der sonnigere Tag, der Sonntag wird der freundlichere Tag. In ganz Österreich gibt es Sonnenschein nach etwas Frühnebel und der Wind kommt auf. Aus südlicher Richtung im Osten eher unangenehm und frisch bei 7 bis 11 Grad. Nach Westen zu föhnig und mild. Hier erwarten wir Temperaturen um 15 Grad. Dieses Auf und Ab beim Wetter setzt sich fort in der nächsten Woche. Der 15-Tage-Trend. Hier ganz deutlich das Wochenende noch frisch, nächste Woche wieder mild und spannend wird es am übernächsten Wochenende. Da könnte es tatsächlich mal kalt werden, also kalt für die Jahreszeit entsprechend. Nicht winterlich, aber ungewöhnlich frisch. Immerhin. Markus, danke schön. Das war Aktuell in Österreich. Danke für Ihr Interesse. Morgen ist Gabi Konrad für Sie da. Bis bald.